Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Games zum Montag. Bereits Folge 275. Und für dieses PlayStation 2 Special erstmal das letzte Spiel aus dieser Reihe. Dafür habe ich mir was ganz Besonderes ausgesucht, und zwar das hier. Playboy The Mansion. Ich meine, was würde besser passen für dieses Video als Playboy The Mansion? Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ob ich viel zensieren muss oder ob das Spiel einfach nur ein Witz sein wird oder ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall, Playboy The Mansion. Sehen wir das Ganze mal an. Oh, wir haben hier schon. Ne, und wir haben hier schon. Muss ich hier bereits was zensieren? Ich muss mir das ganz genau ansehen, aber ich glaube, das sollte doch alles okay gehen. Errichten Sie Ihren Himmel auf Erden. Errichten Sie Ihr traumhaftes Playboy-Imperium. Ihr Grundstück, Ihre Büros, Ihr Clubhaus und Ihre Liebsgrotte. Sie können Ihr Heim mit mehr als 300 ausgefallenen Gegenständen verschönern. Aha. Leiten Sie das Playboy-Magazin. Managen Sie Ihre Mitarbeiter, führen Sie die Redaktion. Sichten Sie hunderte von Playmate-Fotos und setzen sich selbst ein Denkmal der weltlichen Freuden. Okay. Sie sind Mr. Playboy. Ein VIP-Leben in einer Welt ohne Tabus erwartet Sie. Ich meine, das klingt doch schon mal gut. Außerdem ist es von Ubisoft und Ubisoft ist eigentlich immer gut. Leben Sie wie ein wahrer Playboy. Schmeißen Sie aufwendige Partys und kümmern Sie sich um das Wohl Ihrer Gäste. So werden Sie berühmt und Ihr Magazin liefert immer die interessantesten Stories. Okay, schön. Hier ist ein Kleber, den muss ich kurz entfernen. Moment. Hätte ich auch zuvor machen können, aber habe ich natürlich vergessen. Oder mir ist es nicht aufgefallen, sagen wir so. Ja, 2005. Sehr schön. Dann sehen wir uns noch. Wieder kein Booklet. Aber hier die Disc. Playboy, The Mansion. Ja gut, dann werden wir schneller als gedacht zum Spiel kommen. Wie gesagt, vielleicht muss ich da sehr viel rausschneiden oder zensieren. Ich weiß nicht genau, wie weit das Spiel geht. Ich meine, es ist ab 16. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dazu ein Video zu machen. Ich werde es sehen. Wie gesagt, vielleicht zensieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich komplett was anderes spielen. Aber erstmal ist der Plan, Game zum Montag Folge 275 mit diesem Spiel hier zu starten. Playboy The Mansion. So, und da wären wir. Playboy The Mansion. Und nachdem uns die Süße da rechts unten erstmal zugewunken hat und uns nun ein Küsschen ergeben hat, würde ich sagen, neues Spiel. Missionsspiel, freies Spiel. Missionsspiel, würde ich sagen, oder? Ich meine, das dürfte der Story-Mode sein. Klassische Menschen oder moderne Menschen? Ich würde sagen, die klassische, warum nicht? Das erste Playboy-Interview erschien im September 1962. Wusstet ihr nicht, ne? Da kann man noch was lernen. Ja, das ist ein Spiel, das einem noch was beibringt, versteht ihr? Also ziemlich gut. Okay, legen wir los. Herb, bin ich froh, dass du zu Hause bist. Dick, der Personalchef des Playboy, sagte, dass er bald deine erste Ausgabe sehen möchte. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Zuerst müssen wir hier alles ein bisschen herausputzen, einen Fotografen anheuern und ein Centerfold-Foto machen. Von mir, hoffe ich. Herb, du kannst jederzeit deine Ziele überprüfen oder Hilfe über den Herb-Bildschirm abrufen. Drücke nur die Richtungstaste links, um dorthin zu gelangen. Links, Moment. Dies hier nennen wir den Heft-Bildschirm. Hier kannst du dich, deine Ziele und dein Imperium überprüfen oder die Hilfe aufrufen. Okay. Der Hilfe-Bildschirm liefert dir Hilfestellung zu fast allen Bereichen, die dich interessieren werden. Gut. Was das Imperium gründen? Blablabla, willkommen. Ja, wir nehmen Einfluss auf die Sexualität der gesamten Welt, okay. Belohnung. Stellen Sie ein Centerfold-Fotoshooting fertig. Sie können Julie, sag mal, es ist Julie, dafür bitten zu posieren. Das ist die, die mit uns gesprochen hat, ja. Okay, das ist ein Centerfold. Weiß, was Party aus oder was? Nein, was? Oh, ich kann hier reingehen. Okay, das ist jetzt die Villa. Wir haben. Wer ist das da draußen? Wer ist das? Hey, Mädel. Hey. Oh, was? Julie
Korlog. Was weiß ich. Gibt's die wirklich? Keine Ahnung. Muss ich mal googeln. Wir sollen ein Centerfold machen. Was auch immer das ist. Sie müssen einen Fotografen einstellen, bevor sie... Oh, okay. Ich muss einen Fotografen einstellen. Schade. Können wir noch ein bisschen weiter um? Oh, wir können nach oben gehen. Was hier denn noch? Dieser, in Anführungszeichen, Raum ist relativ bescheuert. Was kann ich denn noch machen? Moment, zuerst mal will ich nach oben gehen. Geht nicht nach oben. Oh, ich muss die Treppe quasi anwählen. Nach oben gehen, ja. Nach unten wird schwer. Oh, und er will direkt... Was? Was schmutzig und verboten und so sollte es auch sein. Ja, was ist, was auch immer. Irgendjemand wollte gerade mit mir reden. Irgend so ein Bunny. Warum? Wollt ihr nach oben gehen? Hi, Hef. Hier spricht Playboy-Bunny Victoria Fuller. Wenn du die Grundlagen der Konversation und Steuerung erlernen möchtest, suche mich, drücke die X-Taste und wähle anschließend meinen Namen, um mit mir zu sprechen. Die großen Zweig hier, Hef, der Personalchef des Playboy. Ich bin auf alles vorbereitet, aber wir brauchen erst einmal ein Büro. Fangen wir mit einem Schreibtisch für unsere zukünftigen Journalisten an. Nun, zusätzlich zu den Schreibtischen solltest du vielleicht noch ein Fotostudio einrichten. Du hast die Möglichkeit, eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen zu kaufen, mit denen du die besten Fotos überhaupt schießen kannst. Aha. Ich möchte jetzt mit ihr reden. Victoria Fuller, ja. Ausgezeichnet. Dies ist das Konversations- und Aktionsmenü. Hier kannst du mit verschiedenen Personen sprechen oder ihnen Anweisungen erteilen. Die Symbole zeigen die verschiedenen Arten der Konversation an, die du anwenden kannst. Mithilfe von privaten, geschäftlichen und romantischen Gesprächen kannst du Beziehungen aufbauen und deine Bedürfnisse befriedigen. Die verschiedenen Bedürfnisse kannst du am Konversationshut sehen. Die Leute haben auch Bedürfnisse nach Unterhaltung, Entwicklung und Erholung, die du durch verschiedene Objekte befriedigen kannst. Du findest diese Objekte links von deinem Konversationshut. Im Mittelpunkt all dieser Bedürfnisse einer Person steht ihr Gemütszustand. Wenn du eine Person bei guter Laune halten willst, musst du dafür sorgen, dass alle ihre Bedürfnisse befriedigt und ihre Probleme gelöst werden, falls sie dir diese im Gespräch mitteilt. Experimentiere ruhig ein wenig. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden, Hef. Danke. Geht's nur mir so, oder hat die Worte Befriedigung und Bedürfnisse sehr oft verwendet? Ich meine ja nur. Kann ich sie jetzt anmachen? Ich mach mal. Okay, jetzt liebt sie mich da unten ein kleines bisschen mehr. Oh nein, es ist Sims, oder? Ja, es ist Sims. Ich mache ihr mal ein Kompliment. Ja, dann liebt sie mich noch ein bisschen mehr. Ist in Ordnung. Was macht er da? Befehlsmenü. Kann ich gehen? Ich kann gehen. Ich soll was kaufen? Das ist der Playboy-Bildschirm. Das Fundament deines Imperiums, Hef. Nee, das ist die nach oben Taste, meine Süße, ja? Hier kannst du die aktuelle Titelseite, das Centerfold und das sonstige Material sichten, die Marktlage überprüfen und deine Aufgabenliste durchgehen, die Dick Rosenzweig, dein Personalchef, täglich aktualisiert. Oh, okay. Coverfoto nicht ausgewählt, Interview nicht ausgewählt, Artikel nicht ausgewählt, Essay nicht, was ist das? Essay, was ist das? Bilderbericht habe ich auch nicht. Oh, ich habe Farben. Das ist ja schön. Centerfold habe ich auch. Was ist ein Centerfold? Das Cover? Nee, kann nicht sein. Ich habe hier Cover. Keine Ahnung. Dies ist der Materialbildschirm. Benutze die Richtungstasten, um im Menü zu navigieren. Du benötigst 6 Dinge für eine vollständige Ausgabe. Ein Bildbericht Girls Off, ein Centerfold-Foto, ein Titelbild, ein Essay, ein Interview und einen Artikel. Okay. Was ist ein Essay? Hier habe ich...
Was? Verkaufspreis, Werbeanteil, okay. Cover, Finanzen. Wenn 12 Ausgaben veröffentlicht wurden, kannst du Playmate of the Year wählen, okay. Aber ich soll ja was kaufen, wie kann ich denn das machen? Hier ist der Mansion-Bildschirm. Hier kannst du bauen, möblieren und alles nach deinem Geschmack einrichten. Mit der R1 und L1-Taste gelangst du von Bildschirm zu Bildschirm. Okay. Benutze die Richtungstasten, um durch die Menüs... Ja, werde ich schon hinkriegen. Was habe ich sonst noch? Dies ist der Dienstplan-Bildschirm. Dienstplan. Hier kannst du Mitarbeiter einstellen und feuern, Leute zu Partys einladen und alle erdenklichen Informationen zu deinen Kontakten erhalten. Da steht Bekannten und nicht Kontakten, ja. Benutze die Richtungstasten, um im Menü zu navigieren und drücke die X-Taste, um einen Mitarbeiter einzustellen. Okay, Mitarbeiter einstellen. Bisher habe ich nur das Playmate und das Star Bunny. Was heißt nur? Ich meine, die sind gut, ne? Aber die ist besser gemäß den Werten. Aber sie ist auch schüchterner. Vorlieben. Freunde. Biografie. Oh, die existiert tatsächlich. Miss Januar, 1996. Und sie? 1986, Februar. Cool. Hier ist das. Also ich muss ein Center-Foto schießen. Büro einrichten. Mindestens einen Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz soll her. Mitarbeiter einstellen. Einen Journalisten oder einen Fotografen soll ich einstellen, okay. Also kaufe ich jetzt mal was, oder? Habe ich nur einen Tisch? Nee, ich habe... Oh, Moment. Beistelltisch. Couchtisch. Hä? Oder? Hä? Gibt's hier noch Quatsch? Und hier, Arbeitsplatz. Den kann ich direkt so kaufen für 14.000. Ach du Kacke. Den mache ich mal hier hin. Was? Wo ist er hin? Wo ist mein Tisch hin? Oder mein Arbeitsplatz? Hier. Oh, hier drehen. Ich würde das gerne so haben. Büro eingerichtet. 2 Punkte. Cool. Okay, dann... Hey, Hef. Hier spricht Steve Martinez, der Archivverwalter. Wenn du verschiedene Ziele erreicht hast, erhältst du Punkte. Hierfür kannst du Archivmaterial oder Cheats kaufen. Gehe dazu einfach auf die Extras im Pausemenü. Okay. Dann soll ich noch Leute engagieren. Das mache ich hier, oder? Mitarbeiter. Oh, wir können doch ein neues Bunny holen, zum Beispiel. Oder ein Playmate. Oh, hier, das ist eine Fotografin. Oh. Das hier ist ein Journalist. Fotografin. Wisst ihr, was die nehme ich? Auf der Hand 86.000. 8.000 pro Monat. Kein Ding. Okay, dann haben wir noch ein Playmate. Oh, ne, die haben wir schon. Colossus Shepard. Journalist. Moment, was war sie? Fotografin. Jetzt brauchen wir noch einen Journalist. Eigentlich kein Playmate, nein, aber kann nie schaden. Weites Playmate oder weites Bunny. Ich meine, Victoria Fuller. Ah, die haben wir auch schon. Ich brauche jetzt noch einen Journalist, ja. Wir haben nur 2, oder? Der kostet 12.000. Der kostet 6.900, ich nehme den. Ja, der sieht cool aus. So. Und nun? Was muss ich noch machen? Ein Centerfold-Foto schießen. Ja, cool. Aber ich soll ja auch irgendwelche Hintergründe, glaube ich, haben. Kann ich mir dann vielleicht irgendwie... Ein Klo. Oh, eine Dusche? Ein Schrank? Marmoroptik? Konsolenbett. Oh, ich brauche ein Bett, glaube ich. Ich brauche irgendwie ein Bett. Moment, hatten wir nicht Betten? Nee, das ist das Bett. Plattformbett. Für nicht mal 1.000. Geschenkt. Geschenkt. Das machen wir hier hin. So. Und dann hätte ich noch gerne... Wo war jetzt? Hier, die Dusche. Wo mache ich die hin? Ich mache die hier hin.
Oh, direkt, direkt beim Fenster. Ist sie was ein Fenster? Nee. Ich will die direkt hier haben. So. Jetzt muss ich noch ein... Wie ist das Teil? Ein Centerfold-Foto schießen. Was ist das? Auf jeden Fall soll ich Julie fragen. Das warst du hier, ne? Du hier. Die reden gerade. Ich unterbreche sie mal. Ist das klug? Um Centerfold bitten, ja. Was? Hauptmensch oder oberes Stockwerk? Oberes Stockwerk. Kann ich sie im Bett irgendwie? Nee. Oh, vor der Dusche. Was kommen da für Leute? Ah, die ich eingestellt habe, vermutlich. Hier vor der Dusche. Was? Das Durchschnittsgewicht aller Playmates beträgt 52 Kilo ungefähr. Das ist doch mal wissenswerte Scheiße hier, ne? Oh, schick, schick. Oh, ich kann die Garderobe wechseln. Outfit? Oh, oh mein... Oh Gott. Oh Gott, Leute, ich muss zensieren. Die sitzt echt oben ohne. Was haben wir denn noch? Ich werde das oben ohne Dings direkt überspringen, bis mir was gefällt, okay? Hübscher Push-Up. Jedes zweite wäre oben ohne. Ich werde es jetzt gekonnt überspringen. Schwarzes Korsett. Auch hübsch. Sehenswerter Faustring. Auch nett. Body Shorts. Nee. Panties? Hm, vielleicht? Nee, nicht oben ohne. Nee, 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 nee. Oh, shit, 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 shit. Es wurde zum Glück nichts angezeigt, oder? Mein Gott, dauert das lange, bis ich da ganz nach rechts bin. Nach links, meine ich. Möchte mir alles ansehen. Ich meine, wenn ich schon so ein Foto machen kann, ne? Okay. Ist einfach oben ohne hier. Ich meine, was will ich mehr, aber, ne? Kaum da plus. Oh, kaum da klingt gut. Aber ich möchte jetzt hier, ne? So. Bustier und Hotpants. Dann oben ohne? Nee. Einteiler? Einteiler oben ohne geht auch. Moment, ich will das sehen. Ich muss für euch den rausschneiden. Oh! Ist überhaupt kein Einteiler mehr. Ich meine, sah gut aus. Geknotetes Top? Nein. Schimmernde Enge? Diese Namen, ey. Kaum da plus. Oh, das gefällt mir. Kaum da Bikini? Ja, American Playboy. Ah, komm, wir haben keine Zeit jetzt. Wobei, das Rote sieht nicht schlecht aus. Jetzt das oben ohne, bitte. Ja, nehme ich. Schuhe. Riemchen. Muss ich hier Schuhe anziehen? High Heels. Fersenfreie Sandalen. Sneaker. Playboy Slipper. Flache Sandalen. Keine, ja, keine. Oh, ich muss zensieren. Brille? Nee, warum sollte ich eine Brille anziehen? Schwachsinn. Ohrringe? Auch Schwachsinn, man sieht sie nicht. Linkes Handgelenk. Rubinarmreif. Ja, darfst du haben. Ein Ring? Nee, kein Ring. Eine Kette? Nee, brauchen wir auch nicht. Oh Gott, ich muss so viel zensieren. Und kann ich noch hier die Farbe ändern oder so? Nee. Egal, das passt schon. Was? Ich hab die Garderobe nicht bestätigt. Oh nein. Leute, ich muss das nochmal kurz machen. Da hatten wir nichts, hatten wir nichts. Hier hatten wir einen Rubin am Reif, Ring hatten wir keine, Kette auch nicht. Muss ich mir mein Outfit wieder suchen? Moment. Was hatte ich denn? Das Lehm Zebra. Nee, das hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich hatte Hüftbikini, was ist das denn? Sieht alles irgendwie gleich aus. Golden Dream. Ich weiß, ich nehme das hier und oben ohne, so. Yeah! Oh, warum könnt ihr das nicht sehen? So, und jetzt eine gute Aufnahme hinkriegen. Moment. Posiere mal ein bisschen für mich, Mädel. Zeig, was du hast. Ja, oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Bestätigen. Habe ich nicht bestätigt? Yeah, oh, das nehme ich. Bestätigen.
Habe ich jetzt zwei oder eins? Ich könnte ihr stundenlang zusehen. Wir machen weiter. Ende. Ja, beenden. Habe ich jetzt so ein... ich habe schon den Namen wieder vergessen von diesem Teil, das ich schießen muss. Ehrlich gesagt. Ah, Centerfold, genau. Was? Hi, Hef, Jenny hier. Wir haben gerade einen Anruf von Jack Hammer erhalten, dem Sänger der Rockstars. Er und seine Zwillingsfreundinnen haben einiges über die Playboy-Menschen gehört und brennen darauf, sie zu sehen. Sie können jeden Augenblick hier sein. Das ist Jenny Lewis, Hef. Sie ist eine Gästekoordinatorin. Sie hilft dir bei allem, was Partys betrifft. Von den Einladungen bis zur Gästeliste. Okay. Kann ich jetzt irgendwas machen? Ein Magazin veröffentlichen. Wie kann ich das machen? Wenn die Leute miteinander reden, erkennst du verschiedene Symbole, die das Thema anzeigen, über das geredet wird. Diese Symbole bestehen aus Film und Fernsehen, Sport, Kunst und Literatur, Humor, Mode, Musik, Politik, Sex. Ja, was auch immer. Oh, das bin ich hier. Yeah, ich bin Widder. Warum? Wie kann ich denn jetzt ein Heft rausbringen? Oh, hier, pass auf. Habe ich jetzt ein... Was, sie braucht noch ein Coverfoto? Warum habe ich das nicht? Interview. Giovanni Bolero Interview. Oh, das habe ich scheinbar schon. Ausziehen nur zum Spaß und für Geld. Die Stripper von nebenan. Guter Artikel nehme ich. Bildbericht. Heiße Frauen, heiße Autos. Ich habe auch nichts anderes irgendwie. Oh, aber da habe ich Minuspunkte da unten. Seht ihr das? Egal. Was ist jetzt ein Essay? Was Kaori Miroshi am liebsten sieht und warum? Nehme ich. Coverfoto. Muss ich das nehmen? Scheinbar muss ich das nehmen. Und hier das Centerfold. Was ist denn das Centerfold? Ist ganz schön unscharf. Oh, ist das vielleicht das Poster in der Mitte? Kann das sein? Nehme ich. Dann kostet die Scheiße 7 Dollar. Werbeanteil. Machen wir ein bisschen runter. Ja, passt so. Cover, Finanzen. Ja, schönes Cover, nicht wahr? Oh, Miss Januar. gut, ich meine. In Druck. Oder, Moment, ich kann doch die Farbe ändern. Ich glaube, so gefällt es mir. In Druck. Glückwunsch, Januar-Ausgabe ist ausgeliefert. Sehr schön. Was? Yeah, mein erster Playboy. Oh, 16.900 Exemplare verkauft. 69.000 Profit. Das ist nicht schlecht. Sie haben an Ruhm gewonnen. Was kann ich denn jetzt noch machen? Oder was soll ich jetzt machen? Jack treffen. Reden Sie mit Jack und wählen Sie Optionen. Will ich das? Soll mehr einrichten? Okay. Muss ich jetzt mit dem reden? Wer bist du nochmal? Du machst hier, ne? Mit wem rede ich jetzt? Mit der hinter mir oder mit der vor mir? Ah, die Fotografin, ach so. Um Bildbericht bitten. Ja, hier, kannst du haben. Und zwar machen wir... Humor. Denke ich. Sie geht jetzt arbeiten, oder wie? Hey, Süße. Weiß ich nicht. Ich möchte eine Party ausrichten. Sie können keine Party im Bereich obere Stockwerk ausrichten. Warum nicht? Kann ich halt nach unten. Nach unten gehen. Mach ich halt unten Party. Mein Gott. Geh jetzt nach unten, Mensch. Das Playboy-Bunny-Kostüm ist die einzige nicht mit einer Dienstleistung verbundene Uniform, die ein US-Patent erhielt. Was? Okay, ich meine. Warum nicht, ne? Ja. Was ist das da oben für ein Text gewesen? Ist das die Musik, die läuft? Ich habe keine Ahnung. Oder ist jetzt dieser Check hier? Sieht nicht so aus. Ich möchte jetzt eine Party machen. Ausgezeichnet.
Wird es eine Tag- oder eine Abendparty? Abendparty natürlich. Welche Kleidung soll ich den Gästen für die Party vorschlagen? Freizeitbadekleidung, Dessous, Sportkleidung, normale Kleidung. Ich meine, wir sind hier im Playboy-Haus, ne? Dessous. Möchtest du die Gäste persönlich auswählen? Oder soll ich dir eine gute Zusammenstellung machen? Ich vertraue ihr mal, du machst das schon. Ich habe alle überprüft, die wir aus der Star- und Mitarbeiterliste einladen sollten. Sehr gut. Wähle die Gäste für die Party aus und ich verschicke die Einladungen. Was? Muss ich das trotzdem noch selber machen? Finanzanalystin brauchen wir nicht. Entertainerin brauchen wir. Colvin Sanders. Snowboarder brauchen wir nicht. Comedian. Ah, kann nicht schaden. Actionheld, aber der ist streitlustig, will ich nicht haben. Playmate, natürlich nehmen. Warum kann ich die nicht nehmen? Was? Warum habe ich schon 10 von 10? Nehmen wir den Entertainer halt wieder raus. Dann nehmen wir sie. Playmate. Haben wir noch mehr? Ein Rockstar. Ich konnte jetzt nur noch 2 einladen scheinbar. Oh, Jack Hammer ist auch dabei. Ah, die hat sie eingeladen hier. Okay, Party starten. Für 4.500. Ein Klacks. Machen wir die Party. Unsere Mädchen mit und ohne die neueste Dessous-Mode. Bildbericht ist fertig. Oh, schön. Schön, 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 schön. Ja, und wo steigt jetzt die Party? Oben kann ja nicht sein, oder? Check treffen. Wo ist ein Check? Den habe ich doch eingeladen. Wo ist er? Wer bist du? Carlos Shepard. Machst du da? Oh, hey, wer bist denn du? Oh, du hier wieder, ne? Mach mal bitte so ein Essay. Ich weiß nicht, was das ist. Ist es bereit, ein Essay zu schreiben? Ja, hier, du kriegst alles Geld, was ich habe. Und zwar über Musik. Technik und Spielzeuge. Sehr schön. Oh, es kommen immer mehr Leute. Sind das Zwillinge hier? Oh, das sind Schwestern? Der Name ist der gleiche. Kann ich von dir ein Foto machen? Was? Indem du ihm ein Playboy-Bunny vorstellst. Moment, Moment. Ich frag dich hier. Das bist du hier, die Blonde, ja. Darf ich dich nackt fotografieren? Lehnt ab. Scheiße. Du hier? Victoria? Begrüß mal die Gäste. Ich konnte sie irgendwie nicht fragen. Wer bist denn du hier? Darf ich dich fotografieren? Lehnt ab. Das ist eines der besten Essays aller Zeiten. Was? Oh, ist ja gut. Kann ich dich irgendwie... Konversation. Anmachspruch. Mach jetzt der Typ da hinter mir. Ich hätte gern nochmal, dass sich eine auszieht für mich. Ich meine, wer will das nicht? Oh, die ist Astronautin. Warum ist die überhaupt hier? Mach mir ein Kompliment. Ich will, dass sie sich auszieht für mich jetzt. Wie lange spielen werde ich schon? Eine knappe halbe Stunde. Ich bin scheinbar ultra witzig. Ah, die Party ist in vollem Gange. Romantisches Gespräch. Und dann frage ich sie nochmal, ne? Ob sie sich ausziehen möchte für mich. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Ich meine, sie mag mich jetzt da scheinbar schon halbwegs sehr. Befehlsmenü. Darf ich dich fotografieren? Ah, sie lehnt ab. Leck mich doch. Darf ich dich jetzt fotografieren? Nein, ich unterbreche sie mal. Darf ich dich fotografieren? Warum lehnen alle ab, Mensch? Victoria darf ich nicht fragen, oder wie? Servier mal ein paar Drinks, genau. Wer ist denn noch alleine unterwegs? Sie hier. Die will sich nicht ausziehen. Um Interview bitten. Warum will sie auch kein Interview geben? Was ist denn los mit dir?
Ihr zwei Typen da draußen, ja, bleibt schon draußen. Das ist meine sexy Villa hier. Was sind denn alle? So. Würdest du bitte mitkommen? Okay, schön. Mitkommen beenden. Backgammon-Tisch. Backgammon spielen. Mit ihr? Oder spielt man das alleine? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wollte schon sagen, wie sie geht, aber... sie will nicht mitspielen. Verdammt! Warum will sie keine für mich ausziehen? Muss ich vielleicht noch neue Scheiße kaufen irgendwie? Unterhaltung. Mit Konsole. Schön. Ich hab doch eine Bar. Oh, Flora. Peten und Co. Treppen. Sitzen. Mach hier mal so hübsches Sofa hin. So. Können sich die Leute hinsetzen. Halt doch mal was, oder? Warum will sich keine für mich ausziehen? Ey, hör auf mit meinem Mädel zu quatschen. Ah, ich will sie nicht unterbrechen, das ist bestimmt unhöflich. Wo sind jetzt alle Mädels hin? Hier, du. Welche jetzt? Sie hier. Sie mag mich doch jetzt. Warum will sie sich nicht... Oh, mein Gott. Wir werden die Party jetzt beenden. Keiner will sich ausziehen. Kann doch nicht sein. Ich meine ja nur. Oh, sie haben einen Ruhm gewonnen. Das ist ja schön. Und nun? Wo soll ich den Jack treffen? War der jetzt auf einer Party oder nicht? Ich möchte nochmal ein Mädel fotografieren. Welche haben wir jetzt zuvor fotografiert? Wir haben ja zwei, ne? Wir haben die im Bunny-Kostüm und wir haben die andere. Ich glaube, wir haben die andere fotografiert, kann das sein? Ein Playboy Cybergirl. Aha, die wird da online halt, ne? Playmate ist jemand, der auf einem Centerfold erschienen ist. Was ist jetzt ein Centerfold? Ich habe keine Ahnung. Jetzt nochmal ein Foto machen. Wo sind denn meine Mädels jetzt? Sind die alle gegangen? Und meine Mitarbeiter und so? Jack Hammer. Der ist jetzt hier irgendwo. Ja, der ist unten. Warum sind jetzt meine Mädels weg? Nicht in der Menschen. Warum nicht? Nicht in der Menschen. Die sind alle nicht da. Ja gut, dann kann ich... Was? Ich wollte auch keine Party machen. Gut, dann labe ich halt noch mit dem anderen Typen. Ich wollte jetzt nochmal ein hübsches Fotoshooting machen, aber scheinbar, wir haben das nicht gegönnt. Okay, wenn dieser Jack nicht unten ist, dann nervt er mich. Soll er verschwinden. Ganz ehrlich zu sein. Ja, die Ladesequenz von zuvor, die war jetzt für nix. Leider. Oh, ein Stern auf dem Walk of Fame hat er auch. Wow. Ich meine, wie gesagt, man lernt hier sogar noch was. Wo ist jetzt dieser fucking Jack? Geht mir auf den Sack. Hinter der Bar? Nö. Wo ist er denn? Da stand doch, der ist in der Menschen. Ist er aber nicht. Ist er draußen irgendwo? Hier noch weitergehen eigentlich? Nee. Hä, da stand doch, der ist hier. Moment, falsch, hier. Jack Hammer. Hauptmensch. Ja, der ist doch, der müsste irgendwo hier sein. Wo ist denn dieser Sack? Oh, da ist er doch. Das bist doch du, oder? Nee, das bist nicht du. Sind alle Leute wieder da? Hey, Baby. Darf ich? Ich kann wieder kein Foto von ihr machen. Warum nicht? Gäste begrüßen. Warum? Es ist jetzt keine Party mehr jetzt, oder? Nehme ich an. Ja, ja, ich werde gern gehen, danke. Wo ist dieser Jack Hammer? Wie sieht der Vollidiot eigentlich aus? Der mit der braunen Mähne. Der da. Hey, hör auf zu spielen jetzt.
unterbrechen. Wir müssen scheinbar labern. Sorry, Mädel, aber... Hey! Hey, Typ! Freundlicher Handschlag! Ich muss jetzt mit dir was bequatschen, oder? Aber was? Hast du schon wieder vergessen? Nochmal lesen. Reden Sie mit Jack und wählen Sie Optionen. Die im... Händedruck. Oh, ich hab's genau richtig gemacht, glaube ich. Witze machen? Muss ich jetzt so lange mit dem agieren, bis er... glaubt, ich bin cool oder so? Scheint fast so. Ich hab doch jetzt ein Essi, dachte ich. Ja, hab ich. Bilderbericht hab ich auch. Kann ich jetzt mit dem noch anders weiter... Nein, was? Um ein Interview bitten. Yes! Es fängt in Kürze mit dem Interview an, okay. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch ein neues Foto von dem Mädel. Hier vielleicht? Bitte zieh dich aus, ja. Was? Um Bildbericht bitten. Covershooting bitten. Bitten Sie eine Prominente um ein Coverfoto. Prominente. Muss ich dazu noch eine einladen oder so? Journalist, da. Hm, wer ist denn bekannt? Playmate, Fotografin, Journalist. Wer ist denn? Hä? Ah, Süße kann ich nicht deinen Hintern fotografieren. Bitte. Nein, nicht sie. Sie hier. Jack Hammer ist fertig. Schön. Konversation. Wo gehe ich jetzt hin? Der bewegt sich von alleine. Fehlsmenü. Warum kann ich kein Foto von dir machen? Oh Gott. Warum will sich keiner ausziehen für mich? Muss ich noch einen Playmate kaufen? Moment, das war falsch. Journalistin, Bunny, Daisy Powers, ja, ist klar. Alois Brian? Nee, das ist nur Fotografin, Journalistin. Da ist noch ein Playmate für 4.500. Ja, komm, wir nehmen die. Die nehmen wir auch noch, komm. Gloria und Qana, oder wie ich das aussprechen soll. Die beiden müssen sich jetzt fotografieren lassen. Oh, da ist schon die eine. Ich habe hier ein Interview, das nehme ich. Hey, Süße. Würdest du dich bitte aus... Oh. Outfit ändern. Warum kann ich einfach so ihr Outfit ändern? Das passt schon so. Darf ich ein Foto von dir machen, bitte? Centerfold. Oberes Stockwerk, ja. Oh, sie will, Leute. Sie will. Ich bekomme wieder digitale Brüste zu sehen. Ihr nicht. Ha! Was die erste Darstellung von Schamhaaren. Fand 1969 statt. 1969, was für ein Zufall. Ah. 40% aller Playmates waren blond. Tja, bei mir nicht. Jetzt machen wir das am besten. Kann ich sie drehen? Ja, so. So, hier. Vor dem Sofa. Wird bestimmt sexy. Macht das einen Unterschied, ob ich das Mädel oben ohne fotografiere oder so? Ich meine... Garderobe. Nehmt das hier oben ohne. Schuhe darf sie behalten. Hier nichts, nichts. Kein Ring, Kette. Nee, keine Kette. Es passt schon. So. Und jetzt posier mal ein bisschen für mich, Süße. Wow, hey. Muss ich nur noch einen guten Schnappschuss kriegen. Lächel mal in die Kamera, Süße. Lächel in die Kamera. Schnipp's mal. Aber sie sollte schon in die Kamera schauen, sonst ist es nicht so das Wahre. Sag ich als Mann, ne?
Warum willst du nicht in die Kamera schauen? Warum macht sie das nicht? Dann halt so. Sie will nichts. Guck mich an! Ja, sie gibt sich alle Mühe zu posen. Ja, ich sehe es ja, aber... So, der Augenkontakt zur Kamera, der müsste schon sein, ne? Ich gebe ihr nicht mehr viel Zeit, ganz im Ernst. Warum? Hä? Oh, ich verstehe. Ich war scheiße, okay. So, perfekt. Ja, das nehmen wir. Ich musste mich noch irgendwie anders hinstellen. Das Problem war, dass auch noch ein Sofa mir im Weg stand, ne? Ich hoffe, das habt ihr gesehen. Ich hoffe es mal. Ansonsten, ja, habe ich mich jetzt nicht gut angestellt. Ja, ja, lad jetzt schneller. Warum brauchen wir so lange Ladebildschirme? Ist ein bisschen so ein Nachteil. Und dann spielen wir, glaube ich, schon lange genug, ne? Dann kann ich noch eine neue Ausgabe rausbringen. Das wäre schön. Hey, Süße, na? Ich habe jetzt mein Foto eigentlich, ne? Von der anderen. Centerfold. Zack. Jetzt brauche ich noch was. Fotocover. Ein Artikel brauche ich auch noch. Wie mache ich denn ein Fotocover? Nee, ich möchte ein Dingsfoto machen. Ich verstehe es gerade nicht. Wie mache ich denn jetzt so ein... Hä? Steht das nicht irgendwo? Nee, steht nicht. Wir brauchen einen Journalist auf jeden Fall. Buch. Bauen, Bunnies, anrufen, Centerfold, Namen ändern. Charme. Cover-Shooting, da! Um ein Titelfoto müssen Sie einen Fotografen einstellen und willige Prominente finden. Ach so. Ach so, Promis müssen das sein. Oh, ich habe doch keine Promis, oder? Mitarbeiter in der Menschen. Prominente. So, dich hier. Warum kann ich dich nicht kaufen? Ausgezeichnet. Nein, ich will keine Party machen. Ich müsste die zuerst auf einer Party quasi einladen, ne? Dann wäre das vermutlich so. Naja, lassen wir es. Das ist irgendwie total komplex. Ich möchte nochmal ein Fotoshooting machen. Irgendwie ein cooles sofort. Oh, vor der Bar, genau. Und am besten mit dem anderen Mädel da im Hintergrund. Playmate of the Year erhält $100.000. Und Sachpreise, wie zum Beispiel ein Auto. Wow. Garderobe. Moment, ich muss nochmal. Ihr dürft es nicht sehen, ich weiß. Ich kann die Farbe noch ändern. Was dauert ultra lange, bis es geladen hat. Gib mir die Farbe, ist egal, was es ist. So. Jetzt machen wir ein Foto. Nicht hinter der Lampe. Was soll denn die Scheiße? So wie ein Porno hier. Oh, ja, ja. Passt schon. Nee, ist in Ordnung. Ja, beenden. Beenden, sagte ich. Ich finde das Spiel gerade besser, als ich sollte. Nee, im Ernst. So solche Sims-Spiele, ja, das ist wirklich nicht meins, aber... Ich meine, das hier hat einen gewissen Reiz, weil man quasi ein Ziel vor Augen hat. Und damit meine ich jetzt nicht mal die Brüste, sondern das Magazin vervollständigen, ne? Weil man muss halt wirklich alles zusammen kriegen. Man braucht Promis, man braucht Models, man braucht ja, nackte Mädels, Artikel, Fotos, bla bla bla. Das ist schon relativ komplex. Aber wie gesagt, eigentlich nicht so unbedingt mein Spiel oder mein Genre, sagen wir es mal so. Aber trotzdem interessant. Leute, das soll es für heute gewesen sein mit Game zum Montag mit dem Spiel Playboy Dimension. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut oder besser. Tschüss!